Gedanken zum Film Sonic, welcher auf dem Spiel von 1991 basiert, das es für die Spieleplattform Sega Mega Drive gab, welches ich nie gespielt habe, vielleicht mal im Kaufhaus so angezockt, aber ich war halt Nintendo und habe Mario gespielt und auch keiner meiner Freunde hatte Sega Mega Drive, wir waren alle Nintendo Freaks. Die Handlung ist schnell erklärt, denn Sonic muss im Kleinkindalter, würde ich sagen, durch ein Portal in unsere Welt fliehen und bleibt dann bis zum Teenageralter unentdeckt. Dann aber wird das Militär auf ihn aufmerksam durch einen superschnellen Stromschlag von ihm. Und die setzen Dr. Robotnik alias Jim Carrey auf Sonic an. Sonics einzige Chance und Hoffnung ist dann irgendwie James Marsden alias der Donut Lord. Und die begeben sich auf einen Roadtrip. Mein Gott, halt sofort den Wagen an! Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt? Den müssen wir uns ansehen! Nein, das hier ist kein lustiger Familienausflug. Na, hast recht, war echt lame. Der Souvenirshop war aber cool. Man muss sagen, es handelt sich um einen Kinderfilm. Und was macht man am besten, um einen Kinderfilm zu schauen? Man schaut ihn sich mit Kindern an. Und ich bin deswegen samstags 14 Uhr in eine Vorstellung gegangen, in der das Kino wirklich voller Kinder war. Und ich würde mal sagen, so 8, 9, vielleicht 10 Jahre war so hauptsächlich der Durchschnitt. Natürlich dann mit Eltern, wurde dann angehoben, aber die, die ihn gucken wollten, waren halt die. Und es ist halt geil, weil die lachen sich über jeden Schrott tot, ne? Und ich wurde dann einfach mitgerissen. Ich musste dann, auch emotional hat sich der Film dann für mich offenbart, weil ich dann voll mit drin war. Ob es Lacher war, ob es Weinen war, Freudentränen irgendwie, ich war voll drin. Denn es fing bei den Trailern fing schon an. Da war ein Trailer für Scooby-Doo, einer meiner Jugend-Whodunits, der ersten, die ich auch liebe. Und da kommen Shaggy und Scooby-Doo kommen in einen Raum rein und Shaggy sagt dann so, boah, das hier ist so ästhetisch, stilisiert, aufgeräumt und diese Blautöne und Scooby-Doo sagt, Ikea? Und alle Kinder fangen an zu lachen. Das heißt, einmal, es ist dieser Humor, dieser einfache Humor, auf den sie stehen und es funktioniert. Und sie kennen alle Ikea, die Kinder, ne? Die kennen alle Ikea. Egal, das mal beiseite. Dann im Film selbst, dann sitzt da James Marsden in seinem Polizeiauto und mit seiner Radarpistole und versucht die Geschwindigkeit zu messen, aber es fährt einfach keiner vorbei. Und deswegen spielt er wie so ein Cowboy so rum, zack, 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 bam, und haut sich das Ding gegen das Gesicht und alle Kinder fangen an zu lachen. So dieser typische Kinderhumor, ne? Wenn einer stolpert, sich wehtut, hinfällt, aber sogar ich musste dann lachen irgendwie, ne? Man ist so richtig mitgerissen. Und dann kommt auf einmal, Moment, da ist was. Bild ändert sich eine Schildkröte und er wollte die messen, die Geschwindigkeit, ne? Und alle Kinder lachen sich tot. Oder Sonic ist nass und strubbelt sich dann einmal, plustert sich dann so auf, als wäre, wer weiß wie, geföhnt worden, wie so ein Pudel. Alle Kinder fangen an zu lachen. Und das zog sich durch den ganzen Film und ist ein ganz anderes Erlebnis, ne? Also da wird man nochmal eben mitgerissen. Wer ist da? James Marsden ist in dem Film mega sympathisch und ich mochte ihn sowieso immer. Er wird zwar immer dieser B-Schauspieler bleiben, und das war auch immer, aber wie gesagt, er ist mega sympathisch, cool. Ich meine, ich mochte ihn Ende 90er, 2000er, Anfang 2000er fing das ja so an oder hat er so seine Mega-Ära gehabt als Cyclops in X-Men, Interstate 60, Spritztour. In den 90er war auch so ein cooler Horrorfilm auf einer kleinen Insel, tauchte auf und da so Körperfresser kommen-mäßig, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ich blende es einfach ein, muss man auch gesehen haben, der lief so mit in der Welle der 90er Jahre, Slasher und Horrorfilme. Und dann ist natürlich Jim Carrey dabei. Und Jim Carrey ist halt Jim Carrey, ne? Deswegen spielt Allah die Maske, den Dummschwätzer, Ace Ventura, Dumm und Dümmer, so dieser Style, den ich einfach liebe, womit ich aufgewachsen bin. Und hier gibt er auch alles. Hätte ruhig noch ein bisschen mehr sein können von ihm sehen, aber wie gesagt, wenn es dann wieder zu viel ist, dann wahrscheinlich mag man es wieder nicht, das sagt man immer so. Hat richtig Spaß gemacht und das hat den Kindern auch echt gefallen. Das heißt schon, wenn Jim Carrey seine Stimme ändert und alle lachen sich schon tot, ne? Oder seine komischen Bewegungen macht, oder dann stellt sie einfach nur eine Brille auf, die ein bisschen kaputt und schief ist, alle Kinder lachen sich tot, ne? Und das hat dann auch nochmal mitgerissen, wie gesagt. Was mit den Kindern, das funktioniert echt gut. Ich gebe Ihnen genau 5 Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist. Stopp! Tu ihm nicht weh! Der Film hat bereits das beste Startwochenende aller Videospielverfilmungen und damit Pikachu abgelöst, der letztens der Rekordhalter war. Anscheinend das Marketing funktioniert, beziehungsweise diese große Range an Zuschauern, die abgreifen. Einmal so mein Alter, Mitte 30, vielleicht auch Ende 30, Anfang 40, die es damals gezockt haben, die da vielleicht reingehen werden aus nostalgischen Gründen. Dann die kleinen Kinder, die Zeichentrickserie gibt es nämlich immer noch, genauso wie Videospiele davon immer noch erscheinen, die werden da reingehen.
Dann so die Teenager, Anfang 20er vielleicht, Mitte 20er, die diesen Julian Bam gucken und seinetwegen reingehen. Und diese große Ranch ist schon nicht schlecht. Viele Zuschauer. Dann war es natürlich, dass Jim Carrey ist auch noch da. Ich meine, Jim Carrey-Fans werden auch reingehen, die werden auch ein bisschen älter sein. Die Filme an Ende 80er, Anfang 90er gemocht haben. Und dann haben wir noch diese Marketing-Trick war es vielleicht. Mit dem Igel, als Sonic erst so schlecht dargestellt haben und dann dieses Video viral ging, der Trailer, und alle sich beschwert hatten und gerade auch die Fans nochmal angesprochen wurden und geglaubt haben, sie haben was geändert, weil, oder haben sie dann auch irgendwie, weil das komplette Design dann geändert wurde. Manche sagen es war Absicht, manche nicht. Ich meine, den ganzen Trailer damit zu machen, mit dem falschen 3D-Modell, ist schon heftig und kostspielig und die Firma ging hinterher auch pleite, wie die meisten, weil sie auch unterbezahlt sind, diese CGI-Firmen, die Visual Effects. Und deswegen glaube ich nicht, also wenn hätten sie ein Bild gemacht und das dann gepostet oder ein Mini-Mini-Teaser, dann hätte ich das verstanden. Aber so glaube ich nicht, dass es eine echte Kampagne war, eine Trickkampagne. Egal, auf jeden Fall hat das auch nochmal viral ganz schön viele Zuschauer gebracht. Und mal sehen, wie weit es geht, ob es Pikachu übersteigen wird und Einspielergebnissen. Ich würde sagen, geht rein. Der Film, klar, der ist super einfach gestrickt, er ist aber auch kurz und knackig. Super Production Value, geilen Jim Carrey, auch gerade die letzte Szene, wenn er dann der komplette Dr. Robotnik ist, wie er darstellt, also wie der aussieht. Wir können in jeder Comic-Videospielverfilmung, der war da schon Lemony Snicket-mäßig, schon richtig geil. Also, why not? Geht einfach mit euren kleinen Geschwistern rein oder mit euren Kindern oder mit ein paar Kumpels und ein paar Bier mehr. Oder macht's wie ich und wagt es, mittags in eine in eine Vorstellung zu gehen, wo halt sehr viele, 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 viele kleine Monster sind. Ja. Bye. Alrighty then.